Rausgerissene Seifenspender, zerstörte Toiletten und verdammt viel Müll. Der Föttinger Weiher nach fast jedem Wochenende. Dort gerät die Lage so langsam außer Kontrolle. Die lauten Partys sind nicht angemeldet. Clemens Ronnefeld ist Anwohner und von der derzeitigen Situation so langsam genervt. Jedes Mal, wenn ich morgens in den letzten Wochen und Monaten hier zu meiner Runde angesetzt bin, das heißt, ich wollte laufen, dann waren Müllberge, vor allem die Scherben. Die Scherben sind das Schlimmste. Ich habe auch Enkel und wenn die dort spielen, sind die natürlich gefährdet, weil sie sich schneiden und verletzen können. Erst letztes Wochenende ist es zu einer Schlägerei gekommen. Die Freisinger Polizei, ein Dauergast am Föttinger Weiher. Wir werden da immer vor Ort sein, ansprechbar für die Leute, dass die Leute sehen, okay, Polizei ist da. Wir können auf die Kollegen zugehen, können mit ihnen reden. Und da werden wir auch weiterhin Präsenz zeigen und uns da nicht zurückziehen und die feiern lassen, sondern es wird konsequent gegen diese Feierlichkeiten dann eingeschritten. Auch die Stadt Freising macht sich große Sorgen über die verbotenen Partys. Viel dagegen tun können sie aber nicht. Man kann erstens mal immer auf den Dialog setzen. Das ist für mich das Wichtige, auf Dialog setzen. Wir haben auch die Möglichkeiten schon geprüft mit Sperrungen, aber ist momentan einfach weder zielführend noch im rechtlichen Rahmen. Die Fußgängerbrücke neben dem Weiher ist ebenfalls ein neuer, selbsternannter Party-Hotspot der Jugendlichen. Putzen und Aufräumen bleibt bei der Stadt Freising hängen. Ich wäre dafür, zum Beispiel jetzt als Anwohner, konkret, dass hier eine Änderung wieder herkommt, dass ab einer gewissen Zahl, 20, 50, da kann man drüber sprechen, im Stadtrat, das ist eine Stadtentscheidung, bei Feiern jemand das anmeldet und dann zwei, drei Leute auch gerade stehen dafür, dass hinterher der Platz wieder gereinigt wird. Das Problem, während Corona dürfen keine Partys angemeldet werden. Bis das wieder möglich ist, müssen die Anwohner und die Stadt Freising wohl auf die Vernunft der Jugendlichen setzen.